Hallo zusammen, hier ist Sascha Paulus, der Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Security Management an der Fachhochschule Brandenburg. Diese kurze Online-Präsentation erklärt den Studiengang, seine Vorteile und wie man sich dort zulassen und bewerben kann. Die Präsentation ist wie folgt gegliedert. Es wird der Studiengang kurz vorgestellt, wie der Studiengang aufgebaut ist, welche Zulassungsbedingungen es gibt, welche Vorteile der Studiengang hat und weitere Informationen. Der Studiengang ist ein weiterbildender Masterstudiengang und der Schwerpunkt liegt auf der interdisziplinären Sicherheitsmanagementkompetenz. Das heißt, wir sind kein IT-Security-Studiengang und auch kein klassischer physischer oder rechtlicher Sicherheitsstudiengang, sondern wir versuchen eben die Manager von morgen auszubilden, die entsprechende interdisziplinäre übergreifende Managementkompetenz für alle Sicherheitsthemen haben müssen. Die Studiendauer beträgt 3 Semester. Es handelt sich hierbei um einen berufsbegleitenden, weiterbildenden Masterstudiengang. Daher werden 210 Credit Points vorausgesetzt, davon ein Jahr Berufspraxis im einschlägigen Sicherheitsbereich. Darauf komme ich später nochmal zurück. Es ist auch möglich, den Studiengang in Teilzeit zu studieren. Dann verlängert sich die Regelstudienzeit auf die doppelte Zeit, nämlich auf 6 Semester. Dies ist insbesondere hilfreich und nützlich für Studierende, die weiterhin nebenbei arbeiten möchten. Das Studienformat ist für beide Studienangebote, Vollzeit und Teilzeit, berufsbegleitend organisiert. Das heißt, unsere Präsenzveranstaltungen sind montags, freitags und samstags und erlauben somit, dienstags bis donnerstags weiterhin der beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Die Kosten betragen aktuell 455 Euro pro Semester und das ist gerade im Hinblick auf die Angebote anderer Studiengänge wirklich ein Schnäppchen. Aktuell schreiben wir offiziell immer zum Wintersemester ein, es ist aber auch möglich in Ausnahmefällen im Sommersemester entsprechend dazuzustoßen. Wie wird die Lehre durchgeführt? Wir haben einige feste Lehrangestellte natürlich, die von der Hochschule entsprechend Veranstaltungen anbieten. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Lehre durch Dozenten aus der Praxis vorrangig erbringen zu lassen, mit Personen entsprechender Erfahrung, die auch in verantwortlicher Position heute noch sind, entweder als Sicherheitsbeauftragter oder als Security Consultant in den verschiedenen Schwerpunktthemen. Das hat sich bewährt und das wollen wir auch weiterführen. Die Studiengruppen sind klein. Wir lassen immer 25 Leute pro Semester zu und haben so eine schöne Gruppengröße von 8 bis 9 Personen für die verschiedenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Projektgruppen oder Ähnliches. Der Studiengang hat ja den Abschluss Master Security Management. Dies ist mit einer individuellen Profilierung, einer Profilrichtung zu versehen, welche die Vertiefungsthemen bezeichnet und beschreibt, die der Studierende im Rahmen seines Studiums gehört hat. Und aktuell haben wir da 6 Themengebiete im Angebot: Bankensicherheit, Business Continuity und Krisenmanagement, Cyberwar und Cybersecurity, Informationssicherheit, IT-Forensik und Anlagen- und Reaktorsicherheit. Der Studiengang ist in 4 inhaltliche Schwerpunkte gegliedert. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Studiengang interdisziplinär aufgebaut ist, um entsprechend Kompetenzen übergreifend erlangen zu können. Entsprechend gliedern sich die Lehrveranstaltungen in die 4 sogenannten Fächer: Security Management, IT-Sicherheit, mathematische und physische Grundlagen sowie Recht- und Betriebswirtschaftslehre. Eine Ergänzung weiterer Themen erfolgt für die Profilierung durch Wahlpflichtmodule und natürlich entsprechende Nachweis von wissenschaftlichen Arbeiten. Dies wird mit einem Projekt und entsprechend Semesterarbeiten erbracht. Hinzu kommt dann am Schluss natürlich noch die Masterarbeit. Lehrveranstaltungen werden, wenn immer möglich, als Blockveranstaltungen angeboten, also Freitag, Samstag, Montag, um hier auch eine geschlossene Abschluss der entsprechenden Thematik im Rahmen von modernen Lehrkonzepten zu ermöglichen, wie zum Beispiel Inverted Classroom oder kompetenzorientierter Lehre.
Hier sieht man einen Überblick des Studiengangs, der auch auf den Webseiten noch besser zu erkennen ist. Mit den verschiedenen Fächern im Wesentlichen zu entnehmen ist, dass in den ersten beiden Semestern, ich gehe hier jetzt von der Vollzeitvariante aus, die Lehrveranstaltungen zu besuchen sind und im dritten Semester dann noch zwei Wahlpflichtfächer und die Masterarbeit erbracht werden kann. Zulassungsvoraussetzungen für den Studiengang, natürlich, da es ein Master ist, ist ein Hochschul- oder Fachhochschulabschluss erforderlich. Der Abschluss soll in einem sicherheitsbezogenen Themengebiet erbracht worden sein. Da gibt es natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum festgelegt, sind technisch orientierte Fächer wie Wirtschaftsinformatik, Informatik, Ingenieurstechnik oder ingenieursrelevante Studiengänge mit Sicherheitsbezug oder auf der anderen Seite klassische Sicherheitsstudiengänge auch wie Sicherheitsmanagement oder Sicherheitsstudiengänge der öffentlichen Verwaltung. Es ist eine einjährige Tätigkeit in einem sicherheitsrelevanten Bereich nachzuweisen. Wenn diese Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, gibt es einen Zulassungsausschuss, der trotzdem dann über die Zulassung entscheiden kann. Dabei sind entweder weitere Leistungen zu erbringen oder gegebenenfalls auch eine Prüfung absolvieren. Englischkenntnisse sind aufgrund der Literaturlage zum Thema von großem Vorteil. Ich hatte es schon gesagt, dass die Lehre überwiegend mit Partnern aus der Wirtschaft erbracht wird. Das wird zum einen durch unsere Kooperationspartner sichergestellt, von denen Sie hier eine Liste sehen können. Die Kooperationspartner bieten aber auch Optionen zum Beispiel für berufsbegleitende Aktivitäten, für Praktika, Seminare und natürlich auch die entsprechenden Abschlussarbeiten. Ein paar Vorteile des Studiengangs. Zum einen durch die Interdisziplinarität stellen wir sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal dar. Sowohl technische als auch nicht technische Inhalte werden hier behandelt. Es kommen auch sehr unterschiedliche Studierende zusammen, was eben zu einem sehr interessanten Austausch auch führt mit verschiedenem Hintergrund. Die Lehre ist praxisnah und kleingruppenorientiert. Es gibt die Möglichkeit einer individuellen Profilierung. Es gibt durch die verschiedenen Praxisanteile Einblick in unterschiedliche Sicherheitsstrukturen, sowohl bei der Sicherheitswirtschaft als auch bei Corporate Security Organisationen. Wir haben gute Kontakte zu Unternehmen aller Größen, von kleinen innovativen Mittelständlern bis zu internationalen Konzernen. Und natürlich ermöglicht der Master durch seinen höheren Abschluss einen Einstieg in den höheren Dienst oder ebenfalls auch in der Praxis in das Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.securitymanagement.de auf den Seiten der Fachhochschule oder registrieren Sie sich auch bei Google oder bei Facebook entsprechend. Dort finden Sie weitere Informationen. Ansprechpartner sind Frau Ludwig, die Studiengangskoordinatorin oder ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.